Hallo und moin moin, ich zeige euch heute, wie ihr den Erfolg freischaltet, und zwar folgenden: übereifrig für den Ruhm des Pandaria-Schlachtzüglers, womit ihr final die Belohnung bekommt, Zügel der himmlischen Purpurwolkenschlange. Und dafür müsst ihr in den Raid das Herz der Angst. Den findet ihr übrigens in der Schreckensöde, und zwar genau hier bei dem großen, gruseligen Baum. Und da müsst ihr dann zum allerersten Boss. Wir killen jetzt noch hier final die letzten paar Schergen. Der Göttliche will, dass wir den Eindringling, und so ist es an uns. Ihre erwählten Stimme. So, und um diesen Erfolg freizuschalten, braucht ihr einen übereifrigen Parasiten. So, warte mal, den holen wir jetzt erstmal runter. Kommt jetzt mal runter hier. Die Göttliche erwählte uns als sterbliche Stimme für ihren göttlichen Willen. So, als erstes. Wir existieren, um ihren Willen auszuführen. Als erstes müssen wir den guten Herrn auf 40% runterkloppen. Dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Ich muss näher heran. Na, jetzt bleib her, Schnucki. Jetzt fliegt er in die Mitte. Und macht das hier alles weg. Und dann müsst ihr in die Ecken gucken. Dann gibt es ja diese Parasiten, die müsst ihr anklicken. Und dann habt ihr diesen Debuff. Eifriger Parasit. Und jetzt könnt ihr eigentlich den Boss legen. So. Und so bekommt ihr den Erfolg übereifrig. Und wichtig dabei ist auch, wenn ihr das mit Freunden macht, dass wirklich jeder im Schlachtzug, weil wir auch hier in dem Erfolg beschrieben, besiege den kaiserlichen Vasier Zorlok im Herz der Angst, während jedes Mitglied des Schlachtzugs von eifriger Parasit betroffen ist. Also jeder von euch, der das praktisch mitmacht, muss sich einen dieser Parasiten holen, und die kann man sich praktisch an diesen Säulen holen. Die liegen dann drumherum, wie ich es vor uns auch geholt habe. Ihr habt hier 4 Säulen, da könnt ihr sie ohne Probleme holen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ich euch helfen konnte, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar und Like da lassen würdet. Wenn ihr natürlich weiterhin keine Erfolgsguides verpassen wollt, dann lasst doch bitte ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Erfolgsguide. Bis denn. Tschüss.